waren ja dann Ministerpräsident und Gregor Gysi war Oppositionsführer und wie man hier merkt, beide kannten sich und fanden sich jetzt auch nicht wirklich blöd. Wie war denn da Ihr Umgang miteinander? Naja, also es war nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt. Es gab da auch eine Störung in unserem Verhältnis und so weiter, aber das haben wir wieder hergestellt. Und was ich mir hoch anrechne und dann auch seine Art hoch anrechne, war nach seiner Wahl, an dem Tag, glaube ich, war es Lothar, ne? Bin ich zu seiner Wohnung gefahren und habe unten geklingelt. Da stand schon ein Polizist, der sah mich aber und dachte, naja, das geht wahrscheinlich in Ordnung. Auf jeden Fall klingelte ich. Und dann kam auch die Ich hatte schon einen Wechselsprecher da, das war ganz neu. Ja. Ja. Und dann kam Lothar und sagte, ja, wer ist denn da? Da sah ich, der Oppositionsführer der DDR. Führer der deutschen Opposition. sagte er, ja, dann komm mal auf. Und dann haben wir einen Wein getrunken und haben uns so ein bisschen über Form und so weiter verständigt. Dass wir Widersprüche hatten, ist ja ganz klar. Aber ja, du hast an dem Abend etwas gesagt, was ich nicht vergessen werde. Du hast gesagt, du erwartest nicht, dass ich dir gratuliere, aber ich wünsche dir alles Gute und du wirst am Ende dieses Prozesses manche Freunde verloren haben und viele Feinde gewonnen haben. Stimmt ja auch. Ich habe übrigens zu ihm, was ich immer noch denke, dass es richtig war, kurz vor dem 3. Oktober gesagt, geh nicht in die Bundesregierung. Du warst der letzte Ministerpräsident der DDR. Das reicht. Ich habe einmal den Schäuble leidenschaftlich erlebt im Bundestag. Das war interessant. Da Stenker die SPD gegen de Maizière so mit allen möglichen Vorwürfen und dann sagt er, wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, wie Sie mit Stolpe umgehen, das ist so eine Unverschämtheit, was Sie mit de Maizière machen. Also da hat er mal so richtig mit Leidenschaft reagiert und da war die SPD auch verlegen, weil sie plötzlich dazu gar kein Argument hatte. Wie dem auch sei, es war natürlich für alle eine schwere Zeit. Meine erste Talkshow, die ich dann wirklich in der Bundesrepublik machte, war in Hamburg. Und da war noch Frau Bergmann-Pohl. Und die Schauspielerin hier, die Mutter der Nation, Meisel. Inge Meisel, und ich glaube noch jemand, und Moderatoren. Und dann, bevor die Sendung beginnt, gibt es ja erstmal eine Vorstellung ohne Fernsehkameras. Und wo sie sagt, wir begrüßen Inge Meisel, Riesenapplaus, wir begrüßen Frau Bergmann-Pohl, Riesenapplaus, Riesenapplaus, wir begrüßen Gregor Gysi. Nur Beruf. Nichts anderes. Und der rechteste der Moderatoren sagte, na schön, ich will nur sagen, er ist auch unser Gast. Fernsehkameras an, wieder Begrüßung. Wieder Inge Meisel, Riesenapplaus. Oh, Riesenapplaus, dritter Riesenapplaus. Gregor Gysi, nichts. Also der Kompromiss war kein Buh und kein Einzelklatscher. Und dann sagte Inge Meisel zu mir, na, was Sie machen, ist doch dasselbe, als ob man nach 45 versucht hätte, die NSDAP fortzusetzen. So war die Stimmung damals. Dagegen musste ich mich wehren. Tapfer. Später hat sie im Fernsehen gesagt, dass sie mich wählt. Wirklich. Also das ist hochinteressant, was das für eine Entwicklung war. Das habe ich erlebt. Sie hat sich ja um Angela Marquardt gekümmert und alles. Aber sie hat wirklich, sie hat da richtig also einen Weg vollzogen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Zeit der frei gewählten Volkskammer. Lothar de Maizière war dann als Ministerpräsident vereidigt. Ich muss mal sagen, für mich persönlich war das die Zeit, ich glaube, nie wieder danach bin ich so emotional mit Politik umgegangen. Ich bin zwar jetzt selber Bundestag, aber ich habe jede Sitzung, wenn ich sie sehen konnte, nachmittags gesehen. Und was dort abging, es gibt ja Vorteile, es war alles sehr bunt, die Fraktionsgrenzen waren nicht so festgefügt, aber es gab auch Sachen, da habe ich einen Riesenschreck bekommen. Sie erinnern sich sicher noch, als am 17. Juni ein Vertreter der DSU spontan den Beitritt der DDR ohne jede weitere Verhandlung zur Bundesrepublik erklärt hat. Wie konnte man denn da eigentlich regieren? Naja, das war eine besonders kritische Situation, zumal Sie müssen ja davon ausgehen, wenn ein solcher spontaner Beitritt erfolgt wäre, hätten 4.000 Sowjetsoldaten auf NATO-Territorium gestanden, ohne jedwede Regelung. Also das war hier, wir haben einfach nicht zu Ende gedacht, die sowas machten. Das war der Fraktionsvorsitzende der DSU, Professor Schwarz heißt er, glaube ich, oder weiß ich mehr genau. Naja, an dem Tag haben aber Richard Schröder hat gegen den Antrag gesprochen, Gregor hat gegen den Antrag gesprochen, ich habe gegen den Antrag gesprochen. Ich weiß noch, dass der uns zurief, wir wären es leid, von einem schwarzen und von einem roten Anwalt regiert zu werden. Und da war die Mehrheit der Volkskammer doch vernünftig genug, den Antrag an den Ausschuss Deutscher Einheit zu erweisen. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, wird eben ein Antrag immer in den Ausschuss verwiesen. Das ist so der zweitbeste Tod für so einen Antrag. Denn
ihn nicht zur Abstimmung stellen können. Dann weiß ich nicht, ob nicht irgendeine komische Zufallsmehrheit rausgekommen wäre. Deswegen haben wir gesagt, den Überweisungsauftrag war bloß die Schwierigkeit für Höppner, der das leitete, zu begründen, warum unser Antrag an den Ausschuss überweisen, der weitergehende war, als der sofortigen Beitritt zu fordern. Der wäre natürlich sehr viel weitergehend gewesen. Aber da hat sich Höppners Leitungskunst bewährt. Aber es war eine furchtbar aufregende Geschichte. Wir hatten am Vormittag, am 17. Juni, das erste Mal in der DDR an den 17. Juni 1953 gedacht und eine Veranstaltung gehabt. Und die Berliner Sinfonieorchester, die spielten auf meine Bitte hin die Egmont-Ouvertüre, von Beethoven, also den Freiheitskampf der Niederländer und so weiter. Und dann hatten wir am Nachmittag zwei Gesetze zu verabschieden, die dringend notwendig waren, um am 1.7. die Währungsunion beschließen zu können. Erstens das Verfassungsgrundsätzegesetz, wo der letzte Paragraph lautete, dass die Volksgemeinschaft berechtigt ist, hoheitliche Aufgaben an eine Institution eines fremden Landes zu übertragen. Denn mit der Währungsunion wurde ja die Bundesbank die Hüterin des Geldes. Und das eine und das zweite, das Treuhandgesetz sollte zum 1. Juli in Kraft treten, weil es ja parallel lief. Die haben wir auch durchgebracht und dann kam dieser aberwitzige Antrag. Das war schon spannend, um es mal so zu sagen. Sie hatten ja eigentlich am Beginn eine Koalition mit der SPD, also ja, eine ziemlich große Koalition. Deswegen konnte Gregor Gysi auch nur Oppositionsführer sein, weil die SPD war schon ein bisschen stärker als die PDS. 22%. Wirklich? Ja. 22% hat aber diese Koalition ist zerbrochen. Woran lag das? Aber im Sommer kam Oskar Lafontaine in die Fraktion der SPD und sagte, Wahlkampf für die gesamtdeutschen Wahlen aus der Koalition herauszuführen wäre ein Unding und sie sollten sehen, dass sie den Vorwand fänden, aus der Koalition auszuscheiden. Und den bot mir dann Walter Romberg, das war mein Finanzminister, ein netter Kerl, aber Mathematiker, aber von Geld und Finanzen und Steuern verstand er gar nicht. Und der wollte beim Einzeltag verhandelt wissen, dass alle Steuereinnahmen im Osten, also in der ehemaligen DDR, im Osten bleiben und wir dafür auf alle Zuschüsse aus dem Westen verzichten. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, Walter, 100% von nichts sind immer noch nichts. Wir müssen sehen, dass wir möglichst viel von den Verbrauchsteuern kriegen. Wir werden also keine Ertragssteuern haben, die Betriebe werden keine Gewinne machen, die Löhne sind gering und so weiter und so fort. Wir müssen sehen, dass wir viel Umsatzsteuer kriegen, wie Brandweinsteuer und Mineralsteuer und so weiter. So, nein, er bleibt dabei, das wäre eine Frage auch der Selbstachtung und so. Und dann habe ich ihm gesagt, überlegt jetzt, Besprechung war Richard Schröder dabei, sein Fraktionsvorsitzender, da überlegt ihr das 24 Stunden. Bis dahin sagst du das. Und ich erinnere mich daran, dass wir vereinbart haben, dass ich die richtige Kompetenz habe. So. Nach 24 Stunden hat er gesagt, er blieb über seine Aufmerksamkeit. Und da habe ich gesagt, er muss ich dich entlassen. Und das war dann für die SPD willkommener Anlass zu sagen, wir treten aus der Koalition aus. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ihr werdet euch motzen. Ich werde jetzt auf jeden Beschluss, der gefasst werden muss, eine hauchdünne Scheibe deutscher Einheit drauflegen. Und ihr müsst dann jedes Mal gegen die Einheit stimmen. Das wird euch besonders gut bekommen. Und Richard Schröder ist zurückgetreten als Fraktionsvorsitzender wegen dieser Haltung seiner Fraktion und hier wurde der Vorsitzende der Fraktion. Gregor Gysi hat in der Sitzung, als der Beitritt beschlossen wurde, einen der wohl am meisten zitierten Sätze gesagt. Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990 beschlossen. Und damals gab es mitten in diesem Satz großen Beifall. Wie ging es dir damals? Und der Satz ist aber nicht vollständig. Der Rest ist untergegangen. Ich weiß nicht, was du noch sagen wolltest, dass er untergegangen ist. Nein, ich habe das schon alles gesagt. Es bekam tosenden Applaus durch die CDU. Nur durch die CDU. Das war das einzige Mal, dass ich tosenden Applaus durch die CDU bekam. Dabei haben sie es gar nicht wirklich verstanden. Denn ich habe gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Das sollte ja für die einen sagen, überschätzt die Unterscheidung nicht und für die anderen unterschätzt sie es nicht. Aber ich wollte doch auch an meine Leute sagen, jetzt nehmt es nicht so tragisch. Es ist eben auch nicht mehr als, es kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und dann kam, das muss ich Ihnen lassen, Ortlieb war doch der FDP-Chef, ne? Ortlieb, Krause und de Maizière zu mir. Und dann haben sich Krause und de Maizière für ihre Fraktion und die Reaktion bei mir entschuldigt. Und gleichzeitig hat mir Lothar etwas gesagt, Gregor, die Einheit kommt, jetzt musst du sie auch wollen. Sonst schaffst du das nicht.
Man muss das Herz über die Hürde werfen, sonst kommt man mit Pferd und Reiter nicht so weit hinterher. An den Spruch erinnere ich mich nicht, aber an den Inhalt erinnere ich mich. Und das hat mich dann auch, ich habe dann auch darüber nachgedacht. Und ich wollte ja wirklich beides. Ich wollte, dass die einen nicht durchdrehen und dass die anderen nicht überzogen reagieren. Und ich wollte, dass was bleibt von uns, auch an Solidarität. Wir haben uns, wir sind ja 144, sind ja übernommen worden, kooptiert worden. Und Abgeordnete der Volkskammer in den Deutschen Bundestag. Ja, das entsprach der Größenverhältnisse, 144 sind übernommen worden. Und die haben auf uns nicht gewartet, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Und so haben sie uns auch behandelt. Also, das haben nicht mal alle einen Ausschussplatz gekriegt. Richard Schröder hatte keinen Ausschussplatz, weil sie ihm übrig genommen haben, dass er die Fraktion verlassen hatte. Also es war eine absolut schwierige Sache und wir haben sich sehr mühselig daran gewöhnt. Es war folgendes, in der alten Bundesrepublik war das wie ein Schachbrett. Wenn der in Ruhestand geht, dann schieben wir den dahin und der Platz rein. Und plötzlich kamen da Leute und waren möglicherweise in der Lage, die Schachspiel und die Karriereprognosen durcheinander zu bringen. Und das passte ihnen alles nicht. Und das war eine sehr ungemütliche Zeit. Also ich habe eben... Im Leben war wahrscheinlich nie so viel gefroren wie in dieser Zeit in Bonn. In einer Stadt machten wir eine Kundgebung, um zu sehen, wie es geht. Und dann saß ich vorher im Café und trank da einen Kaffee und dann kam der Polizeichef der Stadt rein. Er sagte so, Herr Giese, die Kundgebung wird gleich beginnen. Ich habe hier für Sie eine schusssichere Weste. Bitte Sie, die anzuziehen. Und da sage ich, nee, den Michael auf keinen Fall, dann hege er hier durch die Bretter. Also, das mache ich nicht. Da hat er schön, nehmen wir auf ins Protokoll, angeboten, abgelehnt. Okay. Dann ging ich auf die Tribüne und hielt meine Rede und da stand einer und schimpfte die ganze Zeit auf die SED. Und dann ging ein Polizist zu ihm und sagte, so, verschwinde, verschwinde. Und da sagt er, wieso darf ich nicht mal mehr auf die SED schimpfen? Doch, aber nicht heute und nicht hier, sagt er. Und dann war ich mit meiner Rede fertig, saß in meinem Auto, dann kam wieder der Polizeichef, sagte zu meinem Fahrer, da ist, wie sagt man, im besten Funkstreifenwagen auch? Keine Ahnung. Ja. Also da ist ein Funkstreifenwagen, der fährt vor, Sie fahren hinterher und wenn Sie aus der Stadt raus sind, dreht er einfach ab, macht er eine Kehrtwende und Sie fahren dann weiter. Dann dreht er sich zu mir und sagt, Herr Giese, nur damit wir uns beide nicht missverstehen. Von meinetwegen können sie erschossen werden, aber nicht in meiner Stadt. Als der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beschlossen war, da ist wahrscheinlich eine Last von Ihnen abgefallen. Nein, den Beschluss eigentlich noch nicht. Ich meine, wir hatten ja, das war am 23. August 1957 morgens, aber wir hatten A, den Einigungsvertrag noch nicht unterschrieben und nicht ratifiziert. Und so war da schon so ein bisschen auch in der Regierung so eine Stimmung, wie rette sich, wer kann, vorherrschte. Ich weiß zum Beispiel, Günter Krause kam ins Handy an und sagte, der Kohl will wissen, was du nach der Wiedervereinigung wirst, werden willst. Und ich sage, solange ich hier bin, will ich noch gar nicht werden. Ich werde mich nicht äußern dazu. Aber andere wussten schon sehr genau, wo sie hin wollten. Und ich kriegte eine Kabinettsvorlage, wo sich... bis ich war 23 oder 24 Häuser mit den Kaufinteressenten drauf waren. Ich habe gesagt, ja, wie gesagt, verrückt geworden, ich bin doch kein Immobilienbüro, der Tatsort wurde abgesetzt. Und wann war der Punkt, wo Sie sagten, jetzt habe ich es geschafft? In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober. Also am 2. Oktober habe ich ja noch im Schauspielhaus eine Rede gehabt, die ich glaube ich auch ganz gut war. Und ich hatte ja Kurt Masur gebeten, Beethovens 9. zu machen, Kurt Masur, wegen seiner besonderen Rolle am 9. Oktober des Vorjahres. Ich weiß noch, ich stand draußen mit Masur und sagte, das wäre Herr Preußer, ich habe ja so ein Fraxhausen. Fraxhausen ist Lampenfieber bei Musikern, heißt Fraxhausen. Und ich erst, ich sah aber, also ich habe doch die 9. schon x-mal dirigiert in ihrem Leben, ja, sagt der Junge, aber noch nie zur deutschen Einheit. Was würden Sie denn heute sagen, hat die DDR in das Vereinigte Deutschland mitgebracht? Ich bin schon vor dem häufig gefragt worden, was wir einbringen. Und da habe ich einmal gesagt, ich bin es leid, mit einem Verzeichnis des wertbeständigen Nachlasses rumzulaufen. Wir kommen immerhin mit den Ländern, in denen Goethe und Schiller vorgezogen haben, zu leben, in Bach und Händel und sonst welche Leute geboren sind. Und wir bringen die norddeutsche Backsteingotik und wir bringen den Luther und den Protestantismus mit. Also ich lasse mir das nicht vorhalten, was wir etwa nicht mitgebracht haben. Eins war, wir haben damals... In der DDR war ja jedes außereheliche Kind voll erbberechtigt. Im Westen macht das nur einen Erbersatzanspruch, also einen Geldanspruch. Und
auch Fragen der Gleichberechtigung der Frau oder so weiter. Ich habe vor einer Weile eine Talkshow gesehen, wo gefragt wurde, ab wann durften denn die Frauen in Deutschland selber Beruf ergreifen, ab wann ein Konto haben und so weiter und so fort. Da kamen dann die Daten aus den 70er Jahren der Bundesrepublik, in der DDR. Aber das anders, Artikel 7 Absatz 2 der 49er Verfassung steht, Mann und Frau sind gleichberechtigt, alle dem entgegenstehenden Rechtsvorschriften sind aufgehoben. Gregor, du hast ja dazu mehrfach im Bundestag auch sehr kritische Bilanzen gezogen, und ich fand, dass du in deiner letzten Rede, die du gehalten hast, da ging es ja um die deutsche Einheit, sozusagen letzte Rede als Fraktionsvorsitzender, ich hoffe, dass du noch viele großartige Reden halten wirst, da hast du, fand ich, eine doch eher so ausgewogene Bilanz gezogen, mit gut, mit schlecht. Wenn du heute so 25 Jahre zurückschaust, was ist denn da so Plus und Minus? Was ich der Bundesregierung übel nehme, ist, dass sie sich für die DDR nicht interessiert hat. Dass sie sich nicht angesehen hat. Sie hatten so gesiegt. Wenn man so siegt, kann man noch eine Großzügigkeit an den Tag legen und sagen, ja, 90% muss weg, aber 10% sind vielleicht für das gesamte Land vernünftig. Wenn man das gemacht hätte, und nicht jetzt, nach und nach, sondern per 3. Oktober 1990 10 Sachen eingeführt hätte in ganz Deutschland, dann hätte das das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt, dass wir viel Mist gemacht haben, aber eben auch manches gut. Und es hätte die Haltung der Westdeutschen zur deutschen Einheit verändert, weil sie mit der deutschen Einheit das Erlebnis verbunden hätten, dass sich ihre Lebensqualität in 10 Punkten erhöht hat. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Deshalb sage ich immer, im Osten sage ich immer, pass mal auf, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, dann sehe ich das so. Der Osten kam hinzu, ich habe mit meiner Frau ein Glas Sekt getrunken, seitdem geht es mit mir sozial bergab. Der Osten ist ein Fass ohne Boden, da steckst du mal Geld rein, es kommt aber keins raus, dann nörgeln die Ossis rum und außerdem wählen sie komisch. So wäre meine Einschätzung.